Ich bin ja gerade in Österreich unterwegs, denn wir drehen für Blum. Und im Hintergrund, da seht ihr ja unser Set. Heute ist allerdings mein freier Tag. Und da es ein ganz besonderer Tag ist, habe ich gedacht, wenn ich schon nicht zu Hause sein kann, dann lade ich meine Liebste eben zu uns hier ins Set ein. Ich meine, immerhin haben wir eine ganze Wohnung, die eingerichtet ist, 22 Quadratmeter, die nur darauf warten, von mir bekocht zu werden. Und ihr kommt am besten mit. Also, auf geht's. So, großartig improvisierte Tür hier. So, oh, ich glaube, ich hätte auch mal wieder ein bisschen aufräumen können. Das sollten wir vielleicht als allererstes machen, bevor wir anfangen zu kochen. Aber erstmal ja Chaos. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Kochen was. So, Essen ist vorbereitet und jetzt beginnt der angenehme Teil. Fernseher an und Rest macht's Personal. Dein Besuch ist schon da. Ich komme. Hallo. Hallo Mama. Na? Hallo. Herzlich willkommen in Österreich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Aber du bist ja verrückt, mich nach Österreich einzuladen. Ah ja, wenn ich nicht an Muttertag bei dir sein kann und ich schon frei habe, dann habe ich gedacht, lade ich dich hier ein in unsere kleine Set-Wohnung. Willst du dich setzen? Sehr gerne, ja. Ja, das wäre wirklich klein. Ich hoffe, es ist auch noch ausreichend warm. Schön, dass du da bist und ja. Auf einen schönen Muttertag. Zum Wohl. Also der Abend war für mich richtig, richtig schön. Ich habe mir die Wohnung überhaupt nicht so klein vorgestellt. Wesentlich größer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das merkt man gar nicht, dass die so klein ist. Was ich also auch toll finde, dass du wirklich nur anstumpfen musst und alles geht auf. Also ich habe ja schon an vielen Orten irgendwelche verrückten Dinge gemacht. Aber ich habe tatsächlich noch nie in einer 22 Quadratmeter Wohnkulisse, und so ist es ja, ich meine, wir haben hier noch nicht mal ein Dach hier hin, wird gerade schon wieder alles abgebaut, gekocht. Und das war schon ein Erlebnis. Weil hier auch jeder Millimeter genutzt ist. Ne? Also das ist ja fantastisch gelöst, absolut. Ich habe das noch nie gesehen irgendwo in dieser Form. Schau mal, Erik, wer da ist. Wieso ist das? Ist schon da? Ja. Hallo Mama!